Ja, ich fahre gerade die einzelnen Stationen ab, wo ich meinen Proviant verstecke, damit ich auf meiner Tour nicht das ganze Wasser und so weiter mitschleppen muss. Jetzt bin ich hier an einem weiteren Punkt und während der Fahrt sehe ich natürlich auch schon so, wo ich so lang komme. Und ja, es wird schon spannend. Also ich muss da über einige Hügel drüber, was ich da eben so gesehen habe. Aber das macht ja nichts. Kriegen wir schon irgendwie hin. Im Übrigen ist es auch noch eine schöne Motorradtour heute. Ich bin jetzt am dritten Punkt und bin schon eine Stunde mit Motorrad unterwegs. Also ich denke, dass ich 2 Stunden brauche, um die Punkte mit Motorrad abzufahren. Und ja, wunderschöne Waldwege. Man kann das hier schon sehen. Da geht es lang hinter mir. Ja. Hier oben direkt auf dem Kamm. Ich glaube, das wird echt eine ganz, ganz tolle Tour. Ich hoffe, dass ich nicht nur mit mir zu kämpfen habe, sondern dass ich die Natur auch ein bisschen genießen kann. Würde mich jedenfalls freuen. Und ja, ich gehe jetzt mal die Sachen hier irgendwo verstecken. Das ist so ein bisschen wie Ostereier verstecken. Das muss ja bis Samstagabend unberührt da liegen bleiben. Was ich da hinlege, kann ich euch mal zeigen. Das ist immer 1,5 Liter Wasser. Guck mal, ob das so geht. Da könnt ihr das sehen. Eine Kaffeesonne, ein bisschen Zucker. Ich hätte gerne was anderes gehabt, aber das hat mir so gepasst. Und eine Banane. Also das ist so immer die Ration, die ist an jedem, in Abstand von 10 bis 15 Kilometer liegt da. Was manchmal sind es etwas mehr, 20. Und dann habe ich immer eine Flasche Wasser im Rucksack. Und ja, ein bisschen was zu essen habe ich natürlich noch im Rucksack. Und an bestimmten Punkten kommt dann noch ein bisschen zusätzlich was hin. Ja, das verteile ich jetzt heute und hab dann schon mal so einen richtig schönen Eindruck von dem Weg, den ich laufen muss, den ich wandern muss. Die letzten Vorbereitungen für meine Wandertour sind getroffen. Es ist jetzt 16 Uhr, genau in 24 Stunden geht's los. Also Samstag 16 Uhr, den 18. April. Und eine kleine Planänderung, ich wollte eigentlich meine Streaming-Videos auf YouTube senden, aber das geht leider nicht aus technischen Gründen. Ich kann bei YouTube erst live streamen, wenn ich mehr als 1000 Abonnenten habe. Die habe ich leider nicht, tut mir leid. Deshalb wird das Streaming auf Facebook stattfinden, auf meinen Facebook-Kanal Rolfs FMT Reisereport. Ich blende das gleich nochmal ein, also wenn ihr Bock habt, da reinzuschauen oder zwischendurch informiert zu sein, dann müsst ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Das ist öffentlich, das heißt, man muss sich nicht unbedingt auf Facebook registrieren. Man kann das auch so sehen, aber wenn ihr halt den Kanal abonniert, dann werdet ihr halt automatisch informiert. Ja, tut mir leid, es geht nicht anders. Ansonsten, die Videos werde ich natürlich dann später noch alle auf YouTube übermitteln oder übertragen und zusammenschneiden. Auf dieser Facebook-Seite einfach auf Abonnieren klicken und dann werdet ihr automatisch darüber informiert, wenn ich gerade am Streamen bin. So, habe ich sogar noch ein kleines Erlebnis heute. Ich darf mit der Fähre hier über die Weser fahren. Hier mit dem Fährmann hier. Wunderbar, kostet 1,50 €. Die Fähre geht morgens ab 9 Uhr, auch sonntags. Muss ich da mal gucken, ob ich Brücke nehmen muss oder ob ich mit der Fähre rüber muss. Werden wir gleich sehen. So, ich muss wieder auf den Bock. Wir sind gleich drüben. Ist ja nicht so groß hier. Übrigens, Wandern ist auch für Biker ganz gesund. Also es geht ja hier um die Herausforderung. Und das Motorradfahren macht mir trotzdem nach wie vor genauso viel Spaß. So, jetzt bin ich an der vorletzten Station angekommen. Die nächste ist dann zu Hause, wenn ich meine 101 Kilometer dann erreicht habe. Ja, hinter mir sieht man schön, wie das Berg hoch geht. Von da unten komme ich irgendwo hier, ein Stückchen Straße, aber das meiste ist wirklich über Bergkämme und so weiter. Also ganz, ja, Strecke ist ganz toll, glaube ich, aber mir wird Angst und Bange. Oh, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ja. 101 Kilometer sind 101 Kilometer, ne? Und 2300 Höhenmeter sind 2300 Höhenmeter. Jo, so, dann werde ich mal mein nächstes Ostergeschenk verstecken. Wasser, Banane, Orangensaft. Ich habe gestern mit dem Motorrad die Strecke abgefahren, nein, nicht die Strecke, sondern die einzelnen Stationen
um meinen Proviant dort zu verstecken. Da, ja, es war eine tolle Fahrt und hat mich überrascht, was ich mir da für eine Strecke ausgewählt habe. Es geht echt dermaßen berghoch und runter. Das wird, ich habe ein bisschen Respekt gekriegt, jetzt etwas mehr Respekt, als ich sowieso schon hatte. Also, ich freue mich, wenn ich euch morgen ab 16 Uhr hin und wieder auf Facebook in meinem Kanal in den Livestreamings begrüßen kann und schauen wir mal, was draus wird. Ich bin echt mega gespannt. Nicht nur mega Marsch, sondern auch mega gespannt. Ich freue mich. Dann würde ich sagen, bis morgen und ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich werde mich jetzt nicht nochmal melden. Frühestens also morgen kurz vor 16 Uhr schalte ich das erste Mal live, wenn ich losgehe. Und ansonsten muss ich mich jetzt mental auf meinen Weg vorbereiten, weil ja, das ist wirklich eine Kopfsache, glaube ich, bei mir. Okay, also bis dann. Ciao.